herzlich willkommen zum Künstlerporträt des Radio Kaktus. Hier stellen wir Ihnen regelmäßig Kulturschaffende vor. Und heute zu Gast haben wir das Autoren- und Herausgeberduo Frank Lingau und Alfons Huckebrink bei uns im Studio. Herzlich willkommen, meine Herren. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Herr Huckebrink und Herr Lingau, könnten Sie sich bitte einmal in Ihren eigenen Worten unseren Zuhörenden und Zuschauenden vorstellen? Ja, mein Name ist Alfons Huckebrink. Ich habe lange in Münster gewohnt, lebe jetzt allerdings eher in ländlicher Umgebung, in Lahr, unweit von Münster, und arbeite seit vielen Jahren als Autor und Literaturkritiker und vor allen Dingen natürlich auch als Leiter von Schreibwerkstätten. Um diesen Aspekt wird es ja heute vor allem in dieser Sendung gehen. Ich möchte mich auch nochmal für die herzliche Einladung bedanken zu der heutigen Sendung. Frank Lingau ist mein Name. Ich bin Fachleiter für Deutsch in der Lehrerausbildung und unterrichte die Fächer Deutsch und Philosophie am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kinderhaus. Ich bin Teil der Redaktion der Literaturzeitung am Erker und widme mich auch seit einigen Jahren wieder intensiver dem eigenen Schreiben und bin mit Alfons eben schon mittlerweile seit 20 Jahren Leiter von Schreibwerkstätten. Dass Sie beide hier gleichzeitig mit uns sitzen, hat einen bestimmten Grund. Anlass dafür ist das kürzlich erschienene Buch »Literarisches Schreiben als Handwerk beim Daedalus Verlag«. Was ist das Besondere an diesem Buch und für wen ist es eigentlich bestimmt? Das Besondere kommt ja bereits im Titel zum Ausdruck, literarisches Schreiben als Handwerk. Auf diesen Aspekt legen wir in unserer Tätigkeit als Leiter von Schreibwerkstätten ein großes Gewicht. Es ist ein Buch, das aus der Praxis entstanden ist, das eine Fülle von praktischen und unmittelbar umsetzbaren Anleitungen zum Schreiben bietet, eben unter diesem handwerklichen Aspekt. Es enthält Übungen sowohl für den schulischen Unterricht, für Schreibgruppen, aber genauso für das autonome, individuelle Schreiben am häuslichen Schreibtisch. Alle Übungen sind, darauf haben wir Wert gelegt, unmittelbar einsatzfähig oder einsatzbar. Sie sind kopierfähig und neben dem Kapitel, in dem handwerkliche Aspekte dargestellt werden und die damit verbundenen Übungen, gibt es weitere Kapitel, in denen geht es um das Schreiben nach Bildern. Es geht um Gattungen und um Vorschläge für Themenreihen. Zudem enthält das Buch eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung über den Umgang mit Texten. Also, wie spricht man über Texte, wie verbessert man Texte und wie geht man mit Autorinnen und Autoren um in der Schreibwerkstatt und mit eventuell auftretenden Problemen, die aus der Textbesprechung heraus entstehen können. Die Kapitel 1 bis 4, das war uns auch wichtig, enthalten auch Querverweise. Man kann also als Benutzer oder Benutzerin in diesen Kapiteln springen, je nachdem, welche Verbindungen angestrebt werden oder sich ergeben. So könnte man beispielsweise aus dem Kapitel handwerkliche Aspekte zu einem ähnlich gelagerten, ähnlich inhaltlich strukturierten Baustein in dem Kapitel Gattung gehen oder eben auch zu einer Themenreihe, die sich in diesem Zusammenhang anbietet. Ich könnte den Aspekt, für wen ist dieser Band bestimmt, noch mal kurz aufgreifen und ergänzen, was Alfons schon gesagt hat.
Die Zielgruppe, das sind in erster Linie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, die eben das, man kann sagen, produktionsorientierte oder eben auch literarisch kreative Schreiben in ihren Lerngruppen fördern möchten. Darüber hinaus richtet sich der Band an die Leiter von Schreibwerkstätten, die eben, das hat Alfons ja schon anklingen lassen, hier auch Anregungen für Themenreihen finden. Und kürzlich gab es eine Rezension in den Westfälischen Nachrichten und die hat im Grunde genommen dann nochmal den Blick erweitert auf alle, die gerne schreiben. Also auch die finden hier zahlreiche Anregungen durch unsere handwerklichen Übungen. Sie beide haben gerade die Tätigkeit des Schreibens als Handwerk bezeichnet und auch erklärt, wozu man bestimmte Skills braucht, um in diesen Schreibprozess zu kommen. Aber bleibt denn da noch Platz für den freien Geist, Kreativität, Leidenschaft, also das Schreiben als spontane Aktion? Der Schriftsteller Wolfgang Weyrauch hat bezogen auf das Schreiben, auf die Symbiose von, er hat das genannt, Geheimnis und Handwerk hingewiesen. Das heißt, es gibt hier im Grunde genommen nicht einen Gegensatz zwischen Fantasie und Inspiration, Rausch, Leidenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Handwerk, sondern diese handwerklichen Aspekte, Anregungen können eben dazu führen, dass dann das Material, das sozusagen in einem ersten Entwurf noch roh entstanden ist, dann eben zielgerichtet überarbeitet wird. Das kann die Form eines Textes betreffen und eben im Besonderen auch die Sprache. Und dafür hält dieser Band eben eine ganze Reihe von Anregungen bereit. Ja, ich würde dem zustimmen. Natürlich enthält jeder Text auch ein individuelles Geheimnis des Autors, der Autorin, aus dem heraus er entstanden ist. Was diese Begriffe angeht, Leidenschaft, große Gefühle, Fantasie, so denke ich, dass sie aus meiner Sicht beim Schaffensprozess eher keine große Rolle spielen. Ich denke, diese benannten Emotionen sollten, wenn überhaupt, den Figuren angedichtet werden. In erster Linie, da darf man auch nicht drum herum reden, und das machen wir auch nicht in unserem Buch, ist Schreiben natürlich Arbeit, mitunter harte Arbeit. Es ist das Ringen um das Detail und genauso das Ringen um das große Ganze. Den Rausch sehe ich vielleicht nicht im, wenn überhaupt beim Schaffensprozess, wenn er mitunter befördert wird durch ein großzügig bemessenes Quantum guten Weins. Also es gibt so ein Diktum von Umberto Eco, das ist mittlerweile, glaube ich, schon weit verbreitet und er hat sich da auch auf andere berufen. Das Schreiben besteht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu 90% aus Transpiration und nur zu 10% aus Inspiration. Und das ist so eine Richtung, der wir uns durchaus anschließen mit unserem Band. Ihr Buch bietet den Lernenden eine Vielzahl an Tipps, wie sie das Schreiben verbessern können. Und an dieser Stelle würden wir noch mal genauer nachhaken. Können Sie uns Beispiele nennen, Beispiele vortragen? Ja, gerne. Und ich nutze auch gerne die Gelegenheit, um einfach mal in das Buch reinzugehen. Es gibt natürlich Aufgaben, deren Aufgabenstellung etwas komplexer ist. Aber es gibt auch etliche Hinweise und Anreize, die auch sehr motivierend sind und die auf Anhieb angegangen werden können. Auch wenn man nicht viel Zeit zur Verfügung hat, ein typisches Beispiel dafür wäre unter handwerklichem Aspekt unsere Übung Hemingways Bierdeckel. Ja, da hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus, beziehungsweise ich muss da hinzufügen, dass sie zurückgeht auf eine Anekdote um Ernest Hemingway.
Die geht folgendermaßen: In einer Bar geht der Literaturnobelpreisträger mit einem Zechkumpan eine Wette ein, der zufolge er eine komplette Geschichte mit lediglich 6 Wörtern erzählen soll. Und Hemingway ergreift also nach kurzer Überlegung einen Bierdeckel und notiert alsbald: For sale, baby shoes, never used. Dieser Text, dieser kurze Text, der in einer deutschen Übersetzung weiter verkürzt werden könnte, besticht durch seine ungeheure Prägnanz. Hinter wenigen Wörtern eröffnen sich in der Vorstellung, und zwar bei jedem Leser auf eigene Art und Weise, neue Welten. Erschließt sich eine poetische Dimension mit kompletten Lebensgeschichten und vielleicht dramatischen Geschehnissen. Also ich denke, bei jedem Leser, der diesen Satz vernimmt, wird sich sehr bald eine Geschichte im Kopf bilden, die diese 6 Wörter zur Grundlage hat. Die Aufgabe, die sich daraus ergibt in unserem Buch, besteht darin, selbst Geschichten zu erfinden, die im Höchstfalle 6 Wörter umfassen. Das ist eine Aufgabe, die sich als sehr motivierend herausgestellt hat und die eben auch Spaß macht bei den Teilnehmerinnen und Autorinnen. Ich darf einmal vielleicht, um das zu illustrieren, die eine oder andere 6-Wörter-Geschichte zitieren. Zum Beispiel von Rudolf Behler: Oma beim Stricken stranguliert. Oder 2 Texte von Michaela Bollinger: Opa auf einer alten Fotografie rausgeschnitten. Der 2. Rückkehr vom Tagesspaziergang Kinderheim: Paul fehlt. Ich möchte gerne ein 2. Beispiel vorstellen für einen handwerklichen Aspekt, der in unseren Schreibseminaren auch eine durchaus prominente Stellung einnimmt. Und zwar ist das der 1. Satz, und auch ich nehme jetzt Bezug auf unseren Band. Wir haben unseren didaktisch-methodischen Kommentar ein Zitat vorangesetzt, das sozusagen sich auch mit unserer Perspektive deckt. Es ist von dem Schriftsteller Thomas Brussig. Thomas Brussig schreibt: Mit dem 1. Satz wird der Stein ins Rollen gebracht. Der 1. Satz ist Versprechen, Duftmarke, Rätsel, Schlaglicht, kurz der Brühwürfel, mit dem die ganze folgende Suppe gekocht wird. Und wir arbeiten in unseren Schreibseminaren mit diesem handwerklichen Aspekt insofern, als dass wir eben auf die Bedeutung, die Funktion des 1. Satzes hinweisen. Das heißt, was kennzeichnet einen guten 1. Satz? Und das ist eben unserer Meinung nach, dass er ein Rätsel vermittelt, ein Geheimnis andeutet, die Leserschaft möglicherweise irritiert, Erwartungen weckt oder eben Spannung erzeugt. Wir versuchen für die handwerklichen Aspekte auch immer Beispiele zu präsentieren, eben auch als Anregung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Schreibwerkstatt. Und diese Beispiele sind eben auch in diesem Band hier veröffentlicht. Und ich lese einfach mal 3 Beispiele für gelungene 1. Sätze vor, mit denen wir dann auch in unserer Schreibwerkstatt arbeiten. Das 1. Beispiel ist von Albert Camus, Der Fremde. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht. Ein 2. Beispiel, Walter Mörs. Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt, meins nicht. Und ein 3. Beispiel von Dirk Kopjuweit aus dem Roman 2 Jahre ohne.
In der Nacht, als das Mädchen vom Himmel fiel, wurde Ludwig mein Freund.